Hallo und herzlich willkommen zurück am Grauberg. Heute wieder mit Sascha von Trollmaster. Moin. Moin. Hamburger. Ich habe gedacht, wir machen mal ein neues Format am Grauberg und sprechen einfach mal mit interessanten Persönlichkeiten aus der Graubranche, wie sie in der Graubranche gelandet sind, was sind so die berufliche Historie. Vielleicht interessiert euch das ja. Das ist mir gestern Abend eingefallen. Ich habe da schon so ein paar Gesprächspartner im Kopf, die auf dich folgen werden. Und andere, die ich nicht einladen werde. Schon mal aussortiert. Genau. Sascha, wir haben im letzten Video schon ein bisschen was über unsere persönliche Vergangenheit erzählt. Da haben wir einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Wir haben gemeinsam Dimmer für Fluens LED-Leuchten produziert. Beziehungsweise genau. Ich habe sie bei dir beauftragt, du hast sie produziert und ich habe sie dann verkauft. Arbeitsteilung. Genau, das war eine richtig geile Arbeitsteilung. Du hast mehr gearbeitet als ich, aber ich habe das Geld rangebracht. Perfekt. Das war irgendwie ein cooles Gefühl, dass man dann auf einmal europaweit den Mama LED Fluens Dimmer gesehen hat. Wir haben uns da sogar von Fluens genehmigen lassen, dass wir das Ding so verkaufen dürfen. Mhm. Sind da also auch die Extrameile gegangen, haben den Fluens auf den Tisch gelegt und hatten da die Hoffnung, dass die da für uns auch noch so ein bisschen Marketing machen. Versuch macht klug, das haben sie nicht getan. War auch irgendwie zu erwarten, aber man wird ja immer schlauer. Genau, aber wir waren bei den richtigen Händlern und wir haben dann auch irgendwann einen Dual-Dimmer auf den Markt gebracht. Da konntest du dann mit einem Potentiometer zwei Fluens steuern. Mhm. Von dir habe ich viel gelernt, ganz zu meinen Anfängen, wo ich auch noch LEDs selber gebaut habe. Ja, wenn ich wissen wollte, was eine Reihen- oder Parallelschaltung ist, war hier mein Ansprechpartner. Durch dich weiß ich auch, was ein logarithmisches Poti ist. Ne? Und ja, das war so, dass wir beide uns kennengelernt haben auf der Mary Jane in Berlin. Heute, 2024, habe ich da schon auch mit dir gemeinsam einiges durchgerissen. Ich bin die ganze Zeit am Reden, du bist gleich dran. Ich will nochmal unsere ganzen Projekte kurz in den Kopf holen. Fluensdimmer, rechteckige Sticky Experts Zelte. Gerüstete Taschen. Die haben wir hier. Die hast du auch immer dabei, wenn du reist, oder? Immer. Immer im Koffer dabei. Es ist einfach viel angenehmer im Hotelzimmer, viel unauffälliger. Das ist eigentlich so ein Standard-Tool. Und weil es so groß ist, kriegt man hier halt auch unheimlich viel rein. Das ist also irgendwie kein Daily, den du jetzt jeden Tag mit dabei hast, sondern auf Reisen ist es so, ja, ein Lebensretter. Ne? Die Männerhandtasche. Immer so, ja. Die verkaufen wir für 25 Euro. Findest du bei uns im Grauberg Online-Shop. Vielleicht machen wir im Rahmen dieses Videos ein kleines Sonderangebot draus. Wir haben das extra nicht labeln lassen damals. Da liegen zwei Sticky Experts Aufkleber drin. Aber ich fand jetzt bei manchen Artikeln, die inkognito sein sollen, cool, wenn die nicht gelabelt sind. Sticky Experts kann man jetzt eigentlich keine Rückschlüsse ziehen. Es sei denn, man denkt genauer drüber nach. Ja. Klebrige Experten. Klebrige Experten, genau. Aber das ist für Kenner teilweise noch nicht mal identifizierbar. Ja, stimmt, aber irgendwie war es ein cooler Name, gell? Sascha, jetzt bist du dran. Deine Anfänge in der Graubranche waren eigentlich eher bei Bayer und BASF. Ich hoffe, dass ich den Namen hier nennen darf. Du hast für verschiedene Unternehmen gearbeitet, die eben von diesen Riesenkloppern beauftragt wurden, was zu tun? Genau, also wir haben damals vollautomatische Anlagen aufgestellt, Fassfüllautomaten, Füllanlagen für Schiffe. Die größten Anlagen, die wir nachher aufgebaut haben, waren vollautomatische Warenlager, bis zu 10.000 Palettenplätze weltweit. Das entfernteste war, glaube ich, der Oman gewesen. Sehr viel Reisetätigkeiten bei gewesen, eine Menge gesehen, eine Menge an Automatisierungstechnik kennengelernt, mit einer Menge anderen Mitarbeitern aus anderen Ländern zusammengearbeitet und dadurch halt das Grundwissen der Automatisierungstechnik angeeignet. Da sind ja viele, die dann erstmal vor sowas abgeschreckt sind, weil es kompliziert ist. Du bist ja erst richtig heiß gelaufen. Ja, ja, auch aus Persönlichkeit. Ich hatte halt schon immer die Affinität, irgendwie mit Technik Sachen selber zu bauen, Sachen zu programmieren oder so. Und dann kommt man halt in solche Branchen. Und wenn man das Hobby dann nachher mit seiner Arbeit verbinden kann, was Besseres kann einem ja nicht passieren. Du warst auch schon mal Geschäftsführer von einem LED-Pflanzenlampenproduzenten. Ja, wir haben damals unsere eigene LED-Firma gegründet, wo das alles mit der LED-Technik so ein bisschen angefangen hatte. Da hatten wir Selbstbausets mit diesen Krees, mit selbstgebauten Platinen. Quantum Boards. Ja, und dann hast du darüber natürlich auch immer wieder geile Projektanfragen bekommen. Also beim Fraunhofer Institut zusammengearbeitet. Mhm. Wir haben mehrere Farmen in Österreich ausgerüstet. In Liechtenstein haben wir eine Farm komplett ausgerüstet. Mhm. Vom Tisch bis zum Teller sozusagen.
Also alles dabei gewesen. Darfst du erzählen, was du fürs Fraunhofer-Institut tust oder getan hast? Ja, also ich entwickle dort Platinen für Bioreaktoren, für Algenreaktoren, um halt Algen zu züchten für die Lebensmittelindustrie und gleichzeitig noch CO2 aus der Luft zu binden. Also ein Fraunhofer-Institut, ein Freund von mir arbeitet da. Das ist wirklich, wenn du von denen beauftragt wirst, als Kleinunternehmen, dann brauchen die wirklich einen absoluten Spezialisten. Mit solchen Instituten hat man aber irgendwie immer so seine Thematiken von Zahlungszielen. Wenn du denen sagst, ich schicke die Ware raus, wenn es bezahlt ist, sagen die, nee, geht das nicht. Gibt unsere irgendeine Policy nicht her. Du schickst uns erst die Ware und dann bezahlen wir dich. Genau. Das ist leider bei den Großen so, bei den staatlichen noch viel schlimmer. Die haben halt einfach in ihren Verträgen drin, dass die nicht in Vorkasse zahlen dürfen. Die kaufen halt ausschließlich auf Rechnung. Und das ist natürlich eine kleine Herausforderung, wenn da größere Aufträge kommen. Ich wurde selber auch mal von Universitäten und auch vom Fraunhofer beauftragt für kleine Thematiken. Da habe ich probiert durchzuboxen, dass das gleich bezahlt wird. Ich habe gesagt, der Grauberg, damals war es noch Marmalade, bezahlt jede Rechnung sofort, die auf dem Tisch liegt. Da gibt es kein Zahlungsziel. Auf sowas habe ich keinen Bock, diese ganze Hin- und Her-Rechnung. Und das Gegenteil erwarte ich auch von meinen Kunden. Ich lege euch die Ware erst dann auf den Tisch, wenn das Geld da ist. Mache ich heute so. Ne? Ich habe die Hoffnung, dass unsere Lieferanten uns dafür sehr mögen. Ne? Wir haben bei manchen 30 Tage Zahlungsziel, das Geld gibt es gleich. Die gleiche Erwartungshaltung, ich schicke aber auch nichts raus und es verlässt nichts den Hof, was nicht bezahlt ist, außer für absolute Bestandskunden, denen ich 1000% vertraue. Aber ansonsten... Ja, in anderen Branchen wird das halt grundlegend vorausgesetzt. Es wird einfach mal vorausgesetzt. Genau. Jetzt überleg dir mal, das ist ein Auftrag über 1 Million Euro. Du brauchst ja erstmal einen, der dir das zwischenfinanziert. Ja, also wir haben damals sehr, sehr viel mit Siemens zusammengearbeitet. SPX-Technik, Steuerungstechnik. Und da wurden halt schon sehr, sehr hohe Investitionen getätigt. Und da war halt die Grundvoraussetzung, dass die Ware erstmal geliefert wird, bevor sie bezahlt wird. Ja, krass. Für uns war das ja immer noch handelbar, weil es niedrige Beträge waren. Leider. In dem Fall positiv, weil zu groß wäre nicht handelbar gewesen. Ich würde auch gerne in 7-stelligen Umsatzregionen arbeiten, aber wenn ich es vorlegen muss, wird es dann auf jeden Fall sportlich. Dann ja, ist die große Kunst für einen Händler, auch immer wieder Nein zu sagen. Ne? Ja. Fällt schwer am Anfang vor allem, aber man muss halt einfach durchziehen und dann auch ab und zu mal Aufträge ablehnen. Ja, und sich auf die Dinge konzentrieren, die dich wirklich nach vorne bringen. Wie bist du denn bei Trollmaster gelandet und warum hast du da so viel Spaß dran? Ja, bei Trollmaster bin ich gelandet, dadurch, dass ich halt damals meine eigene LED-Firma hatte und wir unbedingt nach Steuerungsgeräten gesucht haben und eigentlich halt auch ein eigenes Steuerungssystem entwickeln wollten, aber dann halt mit den laufenden Kosten konfrontiert worden sind und dann halt nach einer fertigen Lösung gesucht haben. Und dann bin ich halt irgendwann über die Trollmaster-Produkte gestolpert und habe Trollmaster angeschrieben, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Ware auch in Europa zu verkaufen. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt war es leider noch nicht möglich, da es keine europäischen Steckdosen gab. Es gab halt nur amerikanische Steckdosen. Wir sind auf dem amerikanischen Markt schon unter dem Namen Trollmaster mindestens seit 10 Jahren aktiv. Mhm. Und jetzt seit der offizielle EU-Launch hat... Ich glaube, letztes Jahr im Mai stattgefunden oder im Juni oder so. Also offiziell sind wir auch erst seit Juni in der EU. Ich vertreibe die Trollmaster-Produkte, aber meine alte Firma schon seit 2, 3 Jahren. So, und Trollmaster an und für sich ist erstmal ein super Team, ist eine super Firma. Es kommen immer wieder neue Innovationen raus. Es sind super viele neue fortschrittliche Entwicklungen dabei. Und das catcht mich einfach persönlich. Und da hast du dich dann auch relativ schnell, relativ tief reingefuchst, eben durch deine Historie mit Automatisierung war dann dein Interesse einfach auch, ich sag da immer gern bei 300%. Gell? Erstmal war das Interesse sofort da und dann fällt einem, wenn man sowieso schon mit der Automatisierungstechnik sich ein wenig auskennt, fällt einem natürlich das Verständnis von dem ganzen System deutlich einfacher. Wollen wir ein bisschen flexen? Trollmaster wollte ihn in Amerika schulen. Nachdem sie dich dann intensiver kennengelernt haben, ist deine Amerika-Reise leider geplatzt. Du wolltest ja eigentlich gerne noch ein bisschen Urlaub hinten dran machen. Ne? Und sie haben dich jetzt nicht geschult, weil dann klar war irgendwann, dass du Trollmaster schulen könntest, nicht umgekehrt. Genau, es kamen dann halt schon die Anfragen, ob ich denn nicht nur in Kanada 1, 2 Gespräche geführt habe. Och du, sowas kann man ja immer gerne mitnehmen, insbesondere wenn man da ein bisschen Urlaub hinten dran hängen kann. Mhm. Aber siehst du, manchmal bringt es was, wenn man sich ein bisschen dummer stellt. Manchmal ja, manchmal kann Dummheit ein Vorteil sein. Ja, so mache ich das bei meiner Freundin, wenn es um den Haushalt geht.
wo wir uns auf der Mary Jane kennengelernt haben. Da ist es ja so, dass du da, ich habe da, glaube ich, mit jedem gesprochen, der LED-Pflanzenlampen verkauft hat. Für mich war vollkommen klar, das ist ein riesen Zukunftsmarkt. Und da habe ich mich noch nicht darauf konzentriert, beim Richtigen zu sein, sondern da hatte ich das Gefühl, es ist geil, wenn du eine Anlaufstelle hast, wo du von 20 verschiedenen Unternehmen Pflanzenlampen beziehen kannst. Ich habe dann schnell gemerkt, die Idee ist scheiße, weil wenn du die Pflanzenlampe verkauft hast, ist der Kunde dann natürlich weg, sei denn, er kauft nochmal eine Pflanzenlampe bei dir und habe dann das Thema Growing lieber im Gesamten betrachtet, weil wenn eine Pflanzenlampe braucht, braucht in der Regel auch einen Topf, Erde, Dünger, ein Zelt, Abluftanlage und dann war ich dann relativ schnell im Grow-Business drin. Das war bei euch ähnlich. Ihr habt dann zwischenzeitlich auch noch mal für einen kurzen Moment auch einen Grow-Shop betrieben, ne? Wir hatten kurzzeitig auch noch mal einen Grow-Shop betrieben, aber leider hatte das mit meinen damaligen Teamkollegen alles nicht so gut harmoniert, dass wir uns dann dazu entschließen mussten, den Laden zu schließen, und das dann leider einzustellen. Ja, die Amerikaner haben ein Sprichwort, sagen Partner, die sagen, allein wirst du am schnellsten reich. Immer so, ja. Aber es ist denn reich werden, das Ziel. Das ist nicht in der Graubranche in der Regel. Nochmal aufs Thema Partner. Das möchte ich natürlich nicht so stehen lassen und einmal komplett durch den Dreck gezogen haben. Wenn du einen Partner hast, dann brauchst du einen richtigen mit einem absoluten Vertrauensverhältnis. Das war bei uns absolut so. Von Anfang an. Wo wir das Dicky Experts-Projekt beendet haben, haben wir uns da um einen einzigen Euro gestritten. Nein. Es war uns vollkommen egal, wenn der eine jetzt einen Fuffi mehr oder weniger hatte. Wir haben das fair aufgeteilt. Ich habe die ganze Ware verkauft, was für mich einfacher war als für dich in der Lebenssituation, hat sich da entsprechend ausgezahlt. Wir konnten uns beide zu jedem Zeitpunkt in die Augen gucken und sind heute noch sehr gut befreundet. Das ist, glaube ich, selten, wenn sie zwei Partner drin, dass man, was heißt selten, kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube, es ist häufiger, dass man sich streitet, ne? Meistens geht es nicht im Guten auseinander. Genau. Und ja, den Mann hinter der Kamera ist ja auch so ein bisschen mein Partner mittlerweile. Es ist aber sowas, entwickelt sich von selber. Also man sucht diesen einen nicht, sondern er ist entweder da oder nicht. Den musst du zufällig finden. Das ist so wie mit Frauen. Immer so, ja. Wir haben das in einem anderen Video schon mal erzählt, aber noch ein kleiner Schwenk zu unserem Namen Sticky Experts und zu unserer damaligen Mallorca-Reise. Wir haben da zusammen 4, 5 Tage bei einem angehenden Social Club. Da waren wir aber nur ganz kurz, weil es war dann doch einiges an heißer Luft. Es war trotzdem interessant. Ja, ein Sessel war da. Genau, wir haben vier, fünf Tage auf Malle dann verbracht, haben schöne Tage verbracht. Da wurde dann der Name Sticky Experts auch kreiert. Von Home Alone, die beiden Banditen, sind ja erst sind es die Sticky Bandits und dann die Wet Bandits. Und von den beiden Idioten, da habe ich uns irgendwo drin gesehen. Das sind der Harry und der Marv. Für mich warst du immer der Harry, obwohl wir beide eigentlich eher so Marv-Typen sind. Ich habe dann wegen meinem Bart, habe ich mir den Marv angeeignet und du warst. Du bist auch ein bisschen größer, ne? Genau, das war aber natürlich nur zum Spaß. Wir haben uns jetzt nicht Marv und Harry genannt oder so. Und die Experten war die Geschichte, wo wir unseren Notdurft erledigen mussten. Wenn du das wissen willst, musst du einen Teil 1 von Trollmaße angucken, sonst schimpft der Max nämlich mit mir. Und wir sind ja beide Spielkinder. Ich habe einen Kumpel, der hat eine riesen Motu, nennt man das, glaube ich, Masters of the Universe Sammlung. Wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein Spinner. Jetzt hat sich das bei uns beiden auch so entwickelt, dass ich irgendwie voll das Fable für Funko Pops entwickelt habe. Ich bin da also wirklich ein Sammler und ich genieße das sehr, dass das so ein banales Thema ist. Also ich habe schon immer gern gesammelt, habe dann aber irgendwie das 20 Jahre komplett aus dem Auge verloren. Und mittlerweile ist das einfach ein schönes Hobby für mich geworden. Für dich ist es Lego so ein bisschen, ne? Ich habe mit Lego angefangen und wir haben auch sogar fast, also ich hatte schon mal, ich glaube 6 Jahre, 5 Jahre vor dir, bevor du Funko Pops angefangen hattest zu sammeln, hatte ich schon einmal ein bisschen Lego gesammelt. Und als du dann mit den Funkos ankam, da ist mir das dann tatsächlich wieder eingefallen. Moment mal, du hattest doch Lego mal angefangen zu sammeln. So, und dann haben wir mal geguckt, was das Ganze denn auf dem freien Markt wert war. Und siehe da, hat sich gelohnt. Ja. Also bin ich wieder voll in das Thema Lego mit eingestiegen und habe wieder die ganzen Schränke voll. Da hättest du mich auch beinahe mitgekriegt, wenn so Lego End of Life, was nicht von vielen Händlern, sondern im besten Fall von Lego exklusiv verkauft wird, zum richtigen Zeitpunkt kaufst und 2 Jahre lagerst, kann man da schon seinen Schnitt machen. Aber ja, 2 Jahre ist ein bisschen knapp. Also 4 Jahre solltest du schon mindestens aus dem Schrank behalten. Meistens bist du so 6 bis 8 Jahre. Ein guter Tipp an alle zukünftigen Kollektoren, die damit ihren Schnitt machen wollen, werdet lieber Händler und verkauft eine Kiste Sand. Das lohnt sich auf gar keinen Fall. Ja.
Ich sitze auf meiner Sammlung wie die Prinzessin auf der Erbse. Ich habe da Dinge, die mich einfach an meine Kindheit erinnern. Asterix und Obelix, hier ein Dagobert Duck. Oder ich habe von Boondock Saints, Gladiator, Braveheart, solche Geschichten. Bei Funko Pops ist natürlich die Bandbreite viel, viel breiter als bei Lego. Die ist riesig und bei Pops, die mir was bedeuten, die gebe ich auch nicht so einfach aus der Hand. Also ich habe da so ein paar Forever Pops, einen davon. Den habe ich tatsächlich damals schon, das ist so 2 Jahre her, für dich gekauft und habe auf den richtigen Moment gewartet, dass ich dir überreichen kann. Du standst vor meiner Sammlung, wir machen mal ein kurzes Bild hier, könnt ihr euch das vorstellen, da muss ich zu Hause nochmal einmal so drüber filmen. Ich will auch mal ein bisschen flexen hier. Nee, Quatsch, dann seht ihr mal, wie bekloppt ein erwachsener Mensch sein kann. Nein, die sind nicht verkäuflich. Und einen kriegst du heute geschenkt. Ich muss sagen, es tut mir ein bisschen weh, dass er mein Haus verlassen muss. Aber wie gesagt, der war schon beim Kauf für dich geplant gewesen. Ein Harry. Home Alone. Vielen, vielen Dank. Harry für dich. Ja, wenn du den rausholst, ist ein Nachteil, der ist ja auch in der Schutzhülle. Die Verpackung ist also in dem Fall für den Sammlerwert genauso wichtig wie der Pop selber. Wenn du ihn rausholst, würdest du sehen, er hat einen Kopf verbrannt. Das ist aus Teil 1. Sieht man aber hier auf ihr da, auf dem Foto sieht man es ja. Genau, er hat die Taschenlampe in der Hand und ich meine... Ah, nee, hier sieht man die Hand nicht. Ich habe ja noch einen. Nee, bei deinem, wie nennt man denn das? Diorama. Genau, da sieht man die Türklingel auf der Hand. Also diese Detailtreue ist schon geil. Ich hoffe, du hast Spaß dran. Behalten bitte ein Leben lang, wenn du dir anguckst, das ist eine schöne Erinnerung. Der wird in Ehren gehalten, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir mal so ein Format an den Start bringen. Potenzielle Gesprächspartner können sich gerne bei mir melden. Aber ich habe da schon so ein paar im Kopf, wo ich da mal richtig Bock drauf hätte. Deswegen bin ich froh, dass du hier einen Anfang gemacht hast. Das war ein würdevoller Beginn. Ja. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr gerne beim Gorberg am Ball bleiben. Wie immer, liken, abonnieren, Kanal. Liken, abonnieren, Kanal. Langsam wird's ja. Liken und abonnieren den Kanal. Wir sind jetzt bei Video 4. Wir brechen jetzt hier an der Stelle ab. Für alle, die bis zum Schluss am Ball geblieben sind, vielen, vielen lieben Dank. Und nein, ich verkaufe keine Funko Pops. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Danke dir.